mit mir ins Downtown im New York Hotel The Art of Marvel. Heute ist mein Geburtstag und es gibt ein neues Prina probiert, denn wir sind in Disneyland. Wo sollten wir auch anders meinen Geburtstag feiern? Und Simone und Daniel haben noch kurzfristig eine Reservierung im Downtown bekommen, jetzt für 9:15 Uhr. Und ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich denke, das ist ein toller Platz, um Geburtstag zu feiern. Ja. Ich freue mich schon, mein absolutes Lieblingsbuffet hier im Disneyland Paris. Und ja, eigentlich ist es kein Prina probiert, weil ich kenne das Ganze ja schon. Wir haben schon öfters hier gegessen. Aber ich muss es euch natürlich trotzdem in einem extra Video festhalten. Ich gebe euch jetzt mal einen kurzen Überblick über das Essen hier. Und es ist ja so ein bisschen eingeteilt in amerikanisches Essen, italienisches Essen und chinesisch-asiatisches Essen. Hier haben wir aber zum Beispiel Burger, Soße, Mais, Bohnen, Kartoffelteile, Chicken Wings, noch mehr Kartoffeln, warme Barbecue-Soße. Dann haben wir hier so eine lila Gemüsesuppe, Parmesankäse ganz viel, Mayo, Butter, alles was das Herz so begehrt. Dann haben wir Beef. Ein riesen Gorgonzola-Käse, Lachshäppchen, Salat, verschiedene Salate, Käseplatte, Desserts. Schaut, wie lecker die aussehen. Ich muss ja gestehen, ich bin nicht so ein Dessert-Fan, aber dieser Spekulatius dahinter hat zwar keine tolle Form, aber der sieht richtig lecker aus. Ich glaube, den nehme ich später. Käsekuchen hatte ich heute schon zum Geburtstag. Und hier nochmal Red Velvet Cake. Auch sehr lecker. Hier ist nochmal eine Gemüsesuppe. Die ist aber nicht so cremig, sondern so. Die ist auch vegan. Hier ist die Simone. Die haben sie hier auch eingepackt. Hallo. Lachs gibt es. Tauschen wir mal. Dann haben wir diese lila Gnocchis, Mac and Cheese, Garlic Bread, Aubergine, verschiedene Pizzasorten, Tortellini, Pasta mit verschiedenen Soßen. Also ich denke, die Auswahl ist hier richtig, richtig gut, muss man schon sagen. Schinken, Wurst. Und Leute, ich sag's euch, wenn ihr hierher kommt, ihr müsst diese Tomatenmozzarella probieren. Das ist Büffelmozzarella und der ist so gut. Und jeder, der weiß, wie viel ein guter Büffelmozzarella im Restaurant kostet, ihr habt es hier im All-You-Can-Eat. Mega. Nudelsalat, Glasnudelsalat. Also ihr seht wirklich alles Mögliche an verschiedenen Salaten. Hier haben wir jetzt nochmal die italienischen Desserts. Cannelloni, Mini-Cannelloni. Ich liebe es. Also wirklich sehr, sehr lecker hier alles. Gemüse. Ach, Obst haben wir hier Gemüse. Und ist das hier nochmal? Hier ist nochmal eine Champignon-Suppe irgendwie. Also es gibt viele Suppen. Die ist eher asiatisch. Wir kommen jetzt nämlich zum asiatischen Bereich. Also der erste war, wie ihr gesehen habt, amerikanisch. Dann war ja italienisch. Und jetzt kommen wir hier zum asiatischen Bereich, zum chinesischen Bereich. Also auch das sieht alles wunderbar aus. Und es gibt hier auch noch Dimsums. Das Knobi-Toast hatte ich hier noch nicht, aber das ist gut. Mhm. Natürlich muss ich mir Mais holen. Liebe ich. Kann man auch nicht. Mein zweiter Teller, der Lachs war so gut, den muss ich normal nehmen. Jetzt gibt es Dumplings. Da bin ich mir Sorgen.
Ich habe jetzt alles, was so Pasta, Reis angeht, genommen. Gnocchis, Reis, gebratener Reis, Nudeln, ja, der Mac and Cheese. Der Mac and Cheese hier, finde ich, ist besser als jeder, den ich in Disney World gegessen habe. Also Leute, bei mir ging kein Dessert mehr rein. Das war also wieder so gut. Und ich gestehe ja einfach, wenn es leckere, deftige Sachen gibt, dann bin ich da eher für als eben für Dessert. Und deswegen gab es das nicht. Tschüss ihr zwei, bis morgen. Ja, aber die anderen haben Dessert gegessen und es war wohl sehr, sehr lecker. Gekostet hat das Ganze inklusive einem Getränk 45 Euro. Natürlich geht bei uns noch der Jahreskartenrabatt ab. Also wenn ihr eine Jahreskarte habt, dann geht da Rabatt ab. Und geht Rabatt ab. Und ihr wisst ja, Leitungswasser ist auch noch gratis in Frankreich. Also da könnt ihr euch dann auch für den Durst, sag ich jetzt mal, eine Cola oder sonst irgendwas holen und dann einfach noch Leitungswasser zum Satt trinken? Nein, wie sagt man denn? Zum Sitt trinken? Sitt ist ja das Gegenteil von durstig. Ja, es gibt kein Wort dafür. Doch, google das. Sitt? Ja. Das ist der von Ice Age. Nein, das ist wirklich. Google's. Das Gegenteil von was ist das? Durstig. Es ist nicht mehr durstig. Nein, als Wort ist es aber Sitt. Das googeln wir gleich mal, das klären wir gleich. Vielleicht weiß es ja auch einer von euch. Offiziell gibt es dafür kein Wort, aber es gibt wohl so ein erfundenes Wort. Genau. Ja, also für uns war es wieder super. Mein Favorit war wie immer der Mozzarella. Das Knoblauchtoast und dann war ja diese Pilzsoße da, die war auch super, super gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und ja, dann sehen wir uns schon ganz bald wieder.